Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19. In der letzten Folge haben wir uns ja die Hühnchen gekauft. Und ich habe mich jetzt noch, wo muss ich denn hin und dahin, noch ein bisschen schlau gelesen. Und wir brauchen ja jetzt mittlerweile noch einen Anhänger, wo wir die Eier drauf verladen können. Plus eventuell einen Gabelstapleraufsatz für die Paletten. Und ich würde sagen, wir fahren mit unserem neuen Trecker einfach mal los und werden uns ein bisschen was Neues kaufen. So, unser Weizenheini, der sät gut, das macht er klasse. Also der ist sein Geld wert, der andere natürlich auch. Wie weit ist der eigentlich? Noch ist er fast fertig. So, die Hühnchen haben noch nicht viel gemacht. Die brauchen aber Futter. Das werden wir anbauen. Und wir holen uns jetzt für den hier natürlich einen Aufsatz. So. Och Gott, hat der einen riesen kurzen Wendekreis hier. Muss ich aufpassen, dass ich nicht umfahre. Ah, aber schnieke sieht da aus. So, was brauchen wir? Einen Gabelstapleraufsatz, die Gabeln dazu, einen Anhänger. Ja, wir brauchen so einiges. So, das gab es ja alles hier hinten. Frontlader, genau. Welcher ist der bessere von den dreien? Der, der oder der? Ich glaube der hier. Kaufen. Palettengabel. Konfigurieren, da kann man nichts konfigurieren, also instant kaufen. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Anhänger. Tieflader. Nee, da kommen mir die Autos drauf. Anhänger. Das ist jetzt ein Witz. Überladewagen? Nein. Irgendeine Transporttechnik ist das doch. Transport. Das ist für Schweine, das ist für Kühe und Schweine und Schafe. Das ist eigentlich für alles. Tierhaltung. Mit diesem Fass lassen sich Flüssigkeiten transportieren. Das ist jetzt die Frage. Es stand nichts im Internet, ob die Wasser benötigen. Ja. Eine Dolly brauche ich nicht. Ich möchte schon so einen richtigen, kompletten Anhänger haben. Hier gibt es natürlich auch nichts. Nein. Kompaktlader, Teleskoplader, Radlader, Autos, Pflanzenschutz, Mähtechnik, Frontlader, Tierhaltung. Nein. Aber was ich vergessen habe, wir brauchen ja noch was anderes. Sowas da. Wir gehen mal ganz kurz in die Garage, denn das hier kann ich ja wieder verkaufen. Ne? Das
können wir uns dann später nochmal neu kaufen, aber natürlich in größerer Variante. Ja. Das ist jetzt natürlich die Frage. Wo kriege ich so einen schönen Anhänger her, ohne dass ich mir hier noch einen LKW kaufen muss? Diese Anhänger kann andere Fahrzeuge transportieren. Aufleger können mit Hilfe einer Dolly an Traktoren aufgehängt werden. Ach, ich komme mit dieser Dolly aber nicht klar. Da muss man ja immer 10.000 Mal gegenlenken. Und bei Anhänger habe ich auch nicht wirklich was drin, wo ich Paletten drauf stapeln kann. Mit diesem Kippanhänger. Nee, das ist ein Kippanhänger. Baumwolltechnik. Ach ja, da werden wir uns den doch holen müssen. Dann kaufen wir uns den jetzt einfach. Gibt's eine andere Farbe? Jo, schwarz sieht schön aus. Okay. Ja, los, dann müssen wir uns die ja holen. So. Kann es nicht langsam mal Tag werden hier drinnen? Ach, Gottchen. So. Nein, falsche Taste. Alles klar. Wieso kann ich den hier nicht? Okay, habe ich da jetzt was Falsches gekauft? Das geht komischerweise. Habe ich da jetzt echt was Falsches gekauft? Alles klar. Stopp. Wir verkaufen erstmal das andere Ding. Verkaufen, ja. Und die wird gekauft. Hat keiner was gesehen. Einfach gemacht, ja. Ach, jetzt kommt der Spaß mit der Dolly. Das, was ich überhaupt nicht abkann. Stopp mal, soweit ich weiß. So. Ja, das kenne ich noch aus meiner Ausbildungszeit. Und da geht schon los mit der Dolly.
mag das überhaupt nicht. Braucht man sowas wirklich alles für die Landwirtschaft? Jetzt. Ach, du Heimatland. Wenigstens die Gabeln liegen drauf. Das ist die Hauptsache. So, Anhänger abkoppeln. So. Der Traktor hier war doch nicht so die beste Wahl. Abkoppeln. Ein bisschen Geld haben wir noch. Wir könnten uns dann noch einen zulegen. So. Ja gut, und hier fängt das Radio mal an zu spielen. Läuft. So. Ach Gott, ich brauche einen anderen Traktor, eindeutig. Na. So. Das Feld solltest du eigentlich nicht bearbeiten, aber okay. Shit. Ja gut, dann machen wir zwei Weizenfelder. Ist ja auch nicht so schlimm, aber mehr Fressen für die Hühner. Hier. Der da hinten muss ausgeleert werden. Da muss man dann aufpassen, dass er nicht noch das nächste Feld beackert. Mit Anhänger fährt er sich recht gut. Ich würde sagen, dann bleibt er auf jeden Fall hierfür. Und warum hat er hier Zeug stehen lassen? Also der ist sein Geld auf jeden Fall mal nicht wert.
Jo, da warten wir jetzt. Und da ist er fertig. So, und damit der andere nicht auf dumme Ideen kommt, dieses Feld auch zu bearbeiten, stellen wir uns jetzt zwischen die Felder. Oh lol, ernsthaft? Der hat Probleme, den Anhänger hier hochzuziehen? Okay. So. Wir gucken jetzt nochmal in den Shop rein. Nein, keinen mittelgroßen. Der ist von Fiat hier. Wir haben jetzt so ein. Wir werden auf jeden Fall noch einen brauchen. Großtraktoren. Ne gut, die sind mir dann. Welcher wäre der bessere? Das könnt ihr mir aber in die Kommentare schreiben, welcher von denen der bessere ist, welches nicht so arg ausschlägt, wenn man in die Kurve geht. Denn das war's auch mit der Folge heute. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich mir für den dritten Traktor zulegen soll. Am besten einer, der auch zu mir passt, der gut Power hat und zieht, aber nicht so scheiße in der Kurve liegt. Und ich freue mich auf eure Kommentare und bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.